Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen Samstagmorgen. Eigentlich dachten wir könnten heute ausschlafen. Doch es gibt sie, ein paar, ich sage jetzt nicht verrückte, sondern liebevolle Menschen, die heute so einen kleinen Berg besteigen. Und ja, denen möchten wir doch ein paar News des Tages verlesen. Beginnen wir mit Evernote, gehen über zwei Werbespots, gelangen zu Super Mario Run, der dümmste oder auch geilste Spammer der Welt, und dann übergebe ich mit einem Stück Holz das Zepter Richtung Wien. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Evernote, ja, wenn ein Elefant die Mücke macht, könnte man sagen, wollt ihr eigentlich eure ganzen Notizen auslesen? Oder ja, potenziell Möglichkeit hätten sie es tun können, zumindest nach den neuen Benutzerbestimmungen, die ab dem 23. Januar gegolten hätten. Der Konzern überlegt sich das Ganze jetzt nochmals und möchte das überarbeiten, heißt besser verstecken, dass er eure Dinge, Notizen doch noch lesen kann. Wie auch immer, wir haben den Elefanten eh schon getötet. Wer ist der Nächste? Bitte Hand heben. Die nächsten News sind eigentlich keine News in dem Sinn, sondern es sind zwei Werbespots. Werbespots habe ich deshalb mit reingenommen, weil sie gehen um die neue Apple Watch. Wie wir ja in den letzten paar Wochen mitbekommen haben, haben sich zu Beginn einige der RDC-Mitglieder gegen die Apple Watch gewehrt und meinten, sie können das mit so kleinen, handlichen, lustigen Trackern machen. Geht ja auch, ohne Probleme. Es sind coole Geschichten darunter, von günstig bis teuer, alles Mögliche, ganz cool. Aber das Coolste der Dinge ist eben die Apple Watch. Und für diejenigen, die sich noch nicht dafür belustigen haben können, ich glaube, im Hochdeutschen klingt das ein bisschen anders als im Schweizerdeutschen, die sich nicht dafür haben neugierig machen lassen können, die sollten sich die beiden Werbespots, die neuen, von Apple anschauen. Ja, endlich, es ist draußen. Ich wundere mich sowieso, dass ihr auf dem Berg seid und nicht Super Mario Run spielt, weil das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Sprich, Pokémons jagen, wer will das noch? Jetzt jagt man den Mario Run mit einem Finger, also den Mario, Super Mario besser gesagt, mit einem Finger durch sein iOS-Device. Da kann man zusätzliche Charaktere freischalten, da gibt's auch sonstige Tipps und Tricks. Da werden sich in der nächsten Zeit sicherlich die ganzen Seiten, die solche Apps testen und News rausbringen, überwerfen mit super Tricks und weiß ich nicht was alles. Ein paar eben solche Tricks haben wir euch verlinkt in den Shownotes. Diese Woche, oder besser gesagt diese Woche, gestern Abend, hat mich der wohl dümmste Spammer der Welt erreicht. Ich muss das Mail nochmals ausdrucken, das erreicht schon, ja, ganz genial. Hab mich aufgefordert, eine Rechnung, die nicht bezahlt ist oder besser gesagt irgendwas, was noch beglichen hätte sein müssen. Alle Zahlungsdetails und bla 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 seien im Anhang. Nur hat der Idiot den Anhang vergessen. Doof gelaufen. Ich konnte dem nicht mal auf den Leim gehen. Ja, die Schreibmaschine. Kennt ihr das noch? Das war das Ding, was wir vor dem Laptop, Ultrabook oder MacBook, was auch immer, hatten. Das wurde ja im Österreichischen erfunden. Genauer gesagt, vor 150 Jahren hatten Tischler aus dem Südtirol Richtung Wien eine hölzerne Schreibmaschine transportiert und damals haben die Jungs und Herren in Wien die Technik nicht erkannt und sahen da keinen Mehrwert drin. Ja, mittlerweile sind die Österreicher ja schlauer worden und haben die neuen Techniken im Griff, siehe Jan, und an den übergebe ich jetzt auch gleich. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Wandern. Tschüss. Hallo, Test 1, 2. Test. Ah, scheint zu funktionieren. Super. Also, Take 283. Wie war das mit den Österreichern, wo die Technik funktioniert? Na gut, kommen wir zu meinem Teil der Folge und ich darf euch fünf wichtige News, beziehungsweise vier Technik-News und eine tatsächlich wichtige News unterbreiten. Zum ersten hat Facebook vor, jetzt tatsächlich auch was gegen Fake News zu unternehmen, nachdem sie wahrscheinlich unter anderem dazu geholfen haben, Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten zu machen, gibt es jetzt die ersten Schritte gegen die Fake News quasi vorzugehen. Einerseits möchte man mit schlauen Suchalgorithmen solche herausfiltern
Auf der anderen Seite möchte man auf das IFCN zurückgreifen, das ist das International Fact-Checking Network, eine Kooperation, die generell Fake News in Zukunft verhindern soll. Die Europäische Kommission hat heute Akkuhersteller zu einer Geldbuße von 166 Millionen Euro verdonnert, darunter Panasonic, Sanyo und Sony. Wer jetzt glaubt, dass es da irgendwie um explodierte Akkus oder Samsung geht? Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um kartellrechtlich nicht korrekte Absprachen, was die Preise betrifft. Momentan ein Thema, das in allem Munde ist, Apples AirPods, die ja Anfang der Woche, wie ich auch berichtet habe, ganz überraschend zu bestellen waren. Mittlerweile ist auch raus, wenn man einen dieser AirPods verliert, was angesichts der Bauform und des mangelnden Kabels vielleicht auch durchaus möglich ist, wird Apple diese Dinge auch einzeln verkaufen bzw. Ersatz dafür anbieten. Das kostet dann $69. Plex, der beliebte Medienserver, hat kürzlich eine Cloud-Integration vorgestellt. Dann könnt ihr euren kompletten Medienserver einmal in die Cloud integrieren. Den Anfang machen sollte eigentlich das Amazon Drive, was vor allem daran lag, dass es das momentan sehr günstig mit unlimitiertem Speicherplatz gibt. Aber die AGB sehen vor, dass solche Server-Synchronisationen eigentlich nicht erlaubt sind. Jetzt wurden die ersten Konten gesperrt. Dementsprechend fällt die Integration von Plex mit dem Amazon Drive leider flach und eine Synchronisation mit diesem Cloud-Dienst wird es keinen geben. Bleibt noch Dropbox, Google und Microsoft. Dort gibt es aber leider keine Accounts mit unlimitierten Speichergrößen. So, Pflichterfüllung ist erledigt. Wir kommen zur wahrlich wichtigen News des Tages. Es steht das vierte Brockenfrühstück an. Ein Geocaching-Event mit über 400 Zusagen. Dementsprechend sehr, sehr viele Geocacher heute im Harz auf den Weg auf dem Brocken. Um 8.21 Uhr zum Sonnenaufgang möchte man dort angekommen sein, dort dann anscheinend ein Frühstück halten und dann das Kernevent bis 12.30 Uhr absolvieren. Insgesamt gibt es drei Routen, eine 8 Kilometer, eine 7,5 Kilometer und eine 6,5 Kilometer lang. Und wie uns bekannt ist, haben einige unerschrockene Entfetter, die wahrscheinlich hoffentlich dann auf das Frühstück drum verzichten, entschieden an diesem Event teilzunehmen. Experten-Insider-Kreise berichten zum Beispiel von Podcastern wie der Schweigenden Mehrheit, der Cashfrequenz, dem Bobs und Bob Podcast und dem Enzyklia Podcast. Wir wünschen all den Entfettern eine wunderschöne Wanderung, einen schönen Sonnenaufgang und ein schönes Event. Und heute kann man ruhig mal auch auf das Entfetten verzichten, schließlich seid ihr ja so sportlich. Ich wünsche euch wirklich von allen Herzen viel, viel Spaß. Diese Folge ist mehr oder minder auf einen kleinen Wunsch hin entstanden, dem wir gerne nachkommen wollten. Quasi eine kleine Fanservice-Folge in diesem Sinne. Wie gesagt, viel, viel Spaß, einen schönen Sonnenaufgang. Ich glaube, ich werde dann heute nach der Weihnachtsfeier auch noch erleben, nur ohne lange Anreise und ohne im Bett gewesen zu sein. In diesem Sinne eben euch viel, viel Spaß und ich hoffe, wir kriegen auch ein paar Impressionen von euch mit. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk. Das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @GeekTalkDaily. Hört mehr Geek Talk.